Weil dann könnte man es nämlich eigentlich machen, weil so das, also Maschi-Set wäre ein bisschen krank. Ne, hat er leider nicht. Maschi-Set im freien Channel, Dann zieht er ein Teil aus und gut ist. Oh, ich denke, es ist ja eh nur Fun. So, ist eh nur Fun. Soll einfach die Waffe ausziehen. Ja, die werden abgespeichert, Leute. Keine Sorge, das wird alles gemacht. Es sei denn, Twitch mag uns nicht. Richtig. Ja, es sei denn, Twitch mag uns nicht. Er hat die Waffe ausgezogen, okay. Gut, perfekt, dann ready alle? Das hast du doch wieder an, hat das Oberteil ausgezogen, ja okay, egal. Ja, ist in Ordnung, es ist... Hauptsache kein Zauber. Ist halt die Sache, ist mit Wind, ne? Ist ein bisschen krank, aber... Ja. Go, go hier, Streamer. Gut. Ist eh nur ein Funfight. Ja, ist halt eben... Ach ja! Ja, sehr schön. Schöner geht's nicht. Was? Mir hierzu schreibt, Pathbroadcast zu werden nach 2 Wochen automatisch gelöscht, das ist normal. Nicht wenn du die highlightest. Ah. Nicht wenn du die highlightest, dann bleiben die für immer. Und das war damals nicht aufgrund von nach 2 Wochen, ich hatte auf Save Forever gestellt, aber damals wurde die Regelung über Twitch wurden abgeändert. Und dadurch wurden die Videos gelöscht. So. MP Burn prima. Ja, beide. Dio. MP ist weg. Heckshield. Ach so. Ach Leute. GG, immer. Immer diese Hacker hier. Oh mein Gott. 2-0 für Sound. Damit ist Soundwave weiter. Echt? Aber den Kampf werde ich mir auf jeden Fall im Nachhinein nochmal reinziehen. Das überrascht mich jetzt sogar, dass Serkan, also Artis, verloren hat gegen Soundwave. Der hat gerade verloren. Wieso sagst du nichts? Weil der läuft bei Koji. Der läuft bei Koji. Jupp. Hätte ich echt nicht gedacht, dass Serkan den Kampf verliert. So läuft's. Wer ist jetzt dran? Ja, wer ist jetzt dran? Wenn im Leben netten, ja, Dreamer ist ja gerade Raummeister. Aber ich denke mal, wir können uns darauf konzentrieren, dass wir eventuell The Courage und Naohito schon mal reinholen. Was hältst du davon? Ja, wenn die beide online sind, auf jeden Fall. Dann mache ich schon mal einen neuen Raum. Ist auch wieder die X-Fraktion, ne? X Naohito. Leute, echt, ne? Das Passwort ist Hund. Hund? Hm. Interessant. Weil kennst du mich doch. Ich... Ja, und deine Passwörter, das ist immer wieder faszinierend. Ja, aber kannst du so Courage erreichen? Leute, was geht ab hier? Ja, er ist da. Gut, dann müssen wir ihn mal an, bitte. Wir machen das neue Passwort mit klar. Wo hab ich ihn eben nicht erreicht? Hast du vielleicht falsch geschrieben? Nee, okay. Gut. Aber ich bin etwas überrascht, dass Artis den Kampf verloren hat. So kommt's eben, ne? So kommt's. Dann muss er nur noch reinkommen und dann haben wir's. Ich sehe schon, Vitrol ist
in einer PvP-Lounge. Ah, bis eben war er noch off. Siehste mal. Bestimmt im Stream drinne gewesen. Das kann natürlich sein. Ist aber immer noch nicht da. Der wird schon kommen. Ja. Habe ich auch nochmal angeschrieben. Habe ich Siokai reingeschrieben? Mal gucken. Nein, muss ich noch machen. So. Wie spät haben wir? Wunderbar. Für wann ist der Kampf angesetzt? Für 16:30. Okay, ich bin mal eben kurz was machen. Dann magst du auch, dann mach mal kurz das Werbebild rein. Okay. Beziehungsweise ich werde dir eins schnell schicken. Ja, dann wenn schick mal schnell rüber. Wenn es dir recht ist. Ich muss nur kurz gucken, es ist nichts Besonderes, aber wenn ich es schnell finde, ansonsten das muss sein. Aber eigentlich habe ich sie direkt gespeichert. La, 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 la. Ich mach so lange das andere Bild für den Übergang rein. Stellen uns beide schon mal auf stumm. Also wir sind in 3 Minuten oder so wieder da. Ja, ein paar Minuten sind wir wieder da. Also bis gleich. Bis gleich.
War wieder. So, man hört uns wieder. 2:1 für Sound am Ende. Ja. So als Nebeninfo. Ist doch schon mal ganz interessant, wie das hier sich so alles verhält. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Sound das Ding macht. Ja. Worüber reden die da? Keine Ahnung, die zwei scheinen sich aber zu kennen oder so. Seit 10 Sekunden circa lila Wand, okay. Seit 10 Sekunden on, dann lila Wand, ja. Gut, ich schick dir kurz, also das werde ich mir bei der nächsten Pause dann geben. Ich würde sagen, wir legen los. Wir sehen ja, wer gewinnt, also Courage, ne? Also, ein Courage oder Courage? Na, Courage, vermutlich. Ja, wahrscheinlich für Courage, ne? Ja, vermutlich. Ja, go, go hier. Was, Achso, stimmt ja, mal Equip checken, kurz mal. Ja. Wieso? Leute. Ja, wenn dann bitte einen ordentlichen Grund nennen. Nee, sorry. Da hatte man den gesamten Tag über Zeit, sich irgendwie aufzuwärmen oder sonstiges. Tut mir leid, aber ihr wisst, wann eure Kämpfe sind. Richtig, da können wir kein, bei sowas machen wir definitiv keine Ausnahme. Vor allem 10 Minuten, Leute, weg da. Ja. So nach dem Motto, ich brauche 10 Minuten Aufwärmphase. Also so. Da gibt es definitiv Grenzen, das machen wir nicht. Ja, die Umfrage wird sich auch drum gekümmert, Leute. Und wenn mal eine Umfrage nicht da ist, dann wird es euch auch nicht umbringen. Immerhin geht es hier um Kuchen oder Tee. Oder Kekse oder was weiß ich was alles, was ihr noch alles gemacht habt. Was für ein Poll, die Umfrage. Von unseren lieben Mods. Oh, da hast du aber gerade bei mir geruckelt. Echt? Okay. Da denkst du an die Rauchwolke, ne? Da kannst du noch. Ja gut, dann geh nach rechts und mach links das Feuer. Ich will links das Feuer machen. So. Naohito kann? Ja, aber Security schon nicht. Gut. Naohito ist schön oben. Okay, er wartet wahrscheinlich auf. Gut, geht? Jo. Gut. In Ordnung, dann jetzt Courage gegen Naohito. Ich bin echt gespannt, wie das hier abgeht. Ja, der erste Fail von Naohito nach dem... Aber ich muss sagen, Naohito deutlich offensiver und Courage, also... ist hier wirklich im Bedrängnis direkt. Also, mir gefällt das Gameplay, das Movement direkt besser. Also, die Fails war... Ja, und... kommen zwar immer wieder kleine Fails, auch da wieder... Sind da Lags dabei? Nein, das waren keine Lags. Ich hatte eben das Gefühl, weil da ein Hit war und dann irgendwie... Bei mir war da kein Hit. Schauen wir mal. Aber Naohito deutlich stärker, aber total unsicher. Das hat mich verwirrt. Seine Kombos sind sehr unsicher, aber auch jetzt die von Kurt. Total komplett am Failen hier beide, ne? Ja, weil also catchen, die haben, catchen beide irgendwie nicht wie... relativ gut, aber ihre Kombos sind dann total unsicher. Ja, auch da nach dem MB der Fail. Das ist schon echt interessant, wie unsicher sich die beiden sind. Jetzt aber vielleicht mal. Ah, ein besetztes Schwert. Jetzt das rote WOTS bei Courage. Dann X-Drop der schön gemacht. Wieder. Ja, mit der Rune. Also mir gefällt dieses offensive Gameplay. Wirklich, dass die immer wieder hinterhergehen. Aber diese Kombos, wie unsicher die sind, das ist total verwirrend. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich dachte, auch damit durch Streufeuer versuchen.
Im blauen WOTS, man sieht auch ohne Mega-Explosion, ja, ne? Ich habe das Gefühl, Naohito will hier viel Style zeigen, aber und verliert sich das drin. Genau. Also, aber kann er aus unserer Extra-Reihe vielleicht der Wolverine der Neuzeit werden? Der Wolverine aus Elz? Also. Ich meine, es fehlt ihm der Axtschlag dafür, in meinen Augen. Ich weiß nicht, was gerade wieder in deinem Kopf irgendwie los ist. Ich meine, er zeigt ihm eiskalt, ne? Ich meine, Naohito macht das hier echt nicht schlecht, aber da auch wieder, ich weiß nicht. Da hat er mir im letzten Turnier... Das ist wie in einer Gymnastikstunde unter den alten Damen. Also, ehrlich gesagt, hat er mir im letzten Turnier eindeutig besser gefallen. Ich bin mal werden wir gleich den Sternenschwan sehen? Oh. Ah, jetzt der Catch. Armor Break. Vom Ball. Oh. Da kein runter aus. Ypsilon, dadurch kommt er mit der Rolle da durch. Und jetzt vielleicht... Oh, da konnte er keinen Lava bändigen, weil er nicht die MP dazu hat. Und jetzt wird das alles noch ganz knapp hier. Und die Rune trifft und das ist das 1-0 für Naohito. Ah. Aber beide Seiten ziemlich unsicher. Ich krieg auch gerade die Info, Nao hat angeblich Windows 8 und dadurch weniger FPS. Dadurch klappt das nicht immer so gut. Ah, okay. Daran kann es liegen. Das ist häufig ein Grund, dass es nicht so gut läuft. Das ist 1-0. Für unsere lieben Leute hier. Für unsere X-Föderation. Aber gut, wollen wir mal abgehen in die nächste Runde und gucken, ob es jetzt anders ausschaut. Es war ja von beiden her sehr knapp. Die Verbindung zu beiden ist grün, muss man mal erwähnen. Das ist selten, dass wir mal hier so gute Verbindungen haben. Guck mal hier, ich zeig nochmal, wie gut das spürt. Ja, guck mal, deine HP. Deswegen meine ich, ja. Also, der HP-Verlust ist ungefähr gleich. Ja. Deswegen ist das ziemlich unnütz in meinen Augen. Ist auch wirklich so. Aber was soll man machen, ne? Ich sollte auch vielleicht mal... Ja, erinnere mich doch dran, Trey. Nö, wenn du es selber vergisst, bist du selber schuld. Aber in die falsche Richtung schlagen am besten. Ja, du machst das schon. Ja, du kennst mich doch, ich bin ein PvP-Profi. Du? Ja, sowieso. 1, 2, dreimal. Oder? Mach. Hau. Super, ja, komm, gib's mir Stray. Du bist auch in der Gilde unerwachsen sozusagen. Yes. Wie kommt denn sowas? Keine Ahnung. Das ist halt die Gildenwahl, ne? Ja. Die Qual der Gildenwahl. Stopp! Ab ins Feuer mit dir. Kann? Ja. Go. Gut, dann schauen wir mal an, ob jetzt vielleicht weniger. Was ist? Vielleicht jetzt weniger Fail. Sie haben ja beide einen Kampf. Ich finde eigentlich, Naohito hat. Man merkt Naohito zu Frame Drops an. Ja, das, du merkst halt, dass er teils etwas weniger FPS hat, aber. Aber Curage jetzt eigentlich. Ist bei dir der Armor Break eigentlich da? Ja. Echt? Bei mir nicht. Das ist sehr interessant mal wieder. Weil er hat. Ich habe auch gesehen, er hat gehittet, aber bei mir ist das Zeichen oben nicht. Interessant, weil du merkst viel mit den Runen. Damit ein paar Hits noch machen. Ja, okay. Da wird er. Er könnte eigentlich sicherer spielen. Ne? Und damit besser. Also, ich glaube, dann wird man ein deutlicheres Ergebnis sehen. Also, sehen Naohito schon vorne. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Also, hier ist auf jeden Fall noch ist hier nicht aller Tage Abend. Und Naohito wieder da. Schön hält ihn dann doch nochmal mit der Rune getroffen. Und dann der Fail. Aber er kann halt breaken wegen dem blauen WOTS. Und da der X-Drop-Catch-Versuch, der fehlschlägt. Es ist einfach so, also
sie ist ganz klar, Style ist vorhanden, aber die Frage ist, was wird draus gemacht, vor allem hier im guten Sonder. Mhm. Ich meine, da haben sie ja auch die Wahl, da haben sie den Platz. Den Platz hast du, um hier wirklich stylisch was hinzulegen. Und manchmal kommt mir Courage auch so ein bisschen unbeholfen vor gegenüber dem Style von Naohito. Mhm. Und das 100 MP, blaue WOTS, rote WOTS ist weg auf der Seite. Ja, aber da bei hätte ihm das blaue auch. Weggemusst. Und das tut natürlich jetzt wieder weh. Nao kann jetzt gleich breaken, ja. Wird es aber wahrscheinlich nicht tun, weil sich KD-mäßig wahrscheinlich nicht mehr lohnt. Und dann der Fail. Nee, da hätte der extra kommen müssen. Einfach um die Kombo da weiter zu halten. Und der Fail ist und das Streufeuer. Man muss aber sagen, er macht das echt gut mit den Runen. Ja, also mit den Runen spielt er echt nicht schlecht. Die arktische Runde direkt zum Nachsitzen. Also als Huge springt also, daneben. Weißt du, welchen Fall ich da gerne sehen würde? Gegen Naohito. Wen denn? Luke gegen Naohito. Luke? Ja, Luke ist definitiv kein schlechter. Oh, wird ihn das Gift töten? Ja, es tötet ihn. Ja. Und das 2:0 für X Naohito. Wunderbar. Na, das nenne ich doch mal was. Ich finde, also, man merkt schon wirklich, dass die FPS da fehlen. Mhm. Wir haben alle keine Ahnung genau. Und natürlich, Dreamaholic ist besser als jeder andere, wenn er eine Woche lang einen Charakter spielt. Das ist doch klar. Also, ich meine, Dreamaholic sagt ja aus: Dream, träum weiter, Dreamaholic. Ach ja. Jeder hat seine Ansichten. Ja, es ist eh immer so. Was ist jetzt gut, was ist schlecht? Und also ich denke, es ist schwer wirklich auszumachen. Du siehst, wenn du. Jeder hat auch andere Kriterien, was gut und schlecht ist. Bei einigen ist man sich mehr einig, ob er gut oder schlecht ist. Bei anderen sagen die einen, er ist gut, und die anderen sagen, naja, der kann doch nichts. Der kann doch nichts, darf so ein bisschen rumsteppen und so. Wie Straight zum Beispiel. Ja. Einmal so. Gut. Aber was bedeutet wirklich gut sein? Wenn du mit, also, ich habe häufig das Gefühl, wenn ich gegen gute Leute spiele, habe ich auch Spaß, gegen die zu spielen. Aufpassen, ne? Ja. Stopp! Ja, geh weg, geh weg! Die Aura! Und kann der Courage mal weggehen? So. Gut. Kann man? Jo. Gut. Also, ich habe, wenn wirklich jemand gut ist, hab ich auch das wirklich Spaß, gegen denjenigen zu spielen, auch wenn ich verliere. So ist das immer für mich. Also, es gibt viele Spieler, ich weiß, ich habe nichts gegen Super Armor Moves, aber ich kann viele Leute, die wirklich fast nur mit Super Armor Moves catchen, nicht unbedingt als gut ansehen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso, weil vielleicht weil ich nicht damit umgehen kann. Siehe Alice und Ed, ich kann nicht gegen die umgehen. Ara finde ich schon wieder angenehmer. Ja, wobei Ara auch relativ viel Super Armor hat, eine hohe Range. Aber Alice kommt vielleicht immer so angesprungen. Also. Und bei der Ara schaut das ein bisschen anders aus. Und ich mag eigentlich die Range von der Ara, weil ich sie relativ gut einschätzen kann. Mhm. Und weil sich viele zu sehr darauf verlassen. Ja gut, das stimmt. Und da springt Courage voll in die Rune. Kriegt aber wieder den Catch, weil Naohito... Die Kombos sind einfach zu unsicher. Vielleicht sollte er das einfach weglassen. Aber ich meine, für beide geht es jetzt nur noch um die Ehre, wenn man so will. Und das rote WTS. rollen sich auch gerne irgendwie über den Boden hinweg, ne? Ja, ich meine, Rolle ist auch alles andere als schlechter Skill. Definitiv nicht zu unterschätzen. Aber 1% HP, ne? Ja, was sind 1% HP gegen den Catch? Weniger als 1%. Nee, das sind schon nur 1%, das passt schon.
Denkst du nicht, das sind weniger? Ich habe immer das Gefühl, also hast du mal auch probiert, 100 Mal eine Rolle zu machen? Nein, das habe ich nie ausprobiert. Wäre doch einfach mal so eine interessante Test zu machen. Du machst 100 Mal eine Rolle, ob du wirklich dann sozusagen auf die HP unten kommst. Kann man, könnte man testen. Bist nur ein bisschen beschäftigt, am besten Übungschannel oder so. Ja, ja, ist klar. Auch da die Catch. Ich meine, das einzige Problematisch ist ja der Cooldown dann. Eben, das meine ich, ja. Aber der ist nicht wirklich so groß bei Rolle, soweit ich weiß. Ja, ich glaube 10 Sekunden? Nee, weniger. Echt? Ja, ich meine schon. Was ist denn für euch, Leute, was ist für euch ein guter Gegner? Das könnt ihr mal gut und gerne mal in den Chat reinschreiben. Was ist für euch ein guter Gegner? Das würde mich mal interessieren. Oh, die Rune und das war's. Das soll es gewesen sein. Ich guck gerade bei Aura vorbei. Ja. Wer kämpft denn da? Ach, Vitrio. Ah, das ist der Kampf Hahn gegen Vitrio. Und es ist knapp. Es ist knapp. Ich hätte echt gedacht, Hahn macht hier ordentlich und... Wow. Wow. Echt? Okay. Es ist sauknapp. Also Respekt hier mal. Und das als er... Also Hahn ist ein echt guter Spieler, ne, meine lieben Freunde. Und beide Low HP und jetzt mit dem Kugelblitz gefinisht. Ernsthaft? 1-0 für Vitriol? Ich weiß nicht, ob das 1-0 ist, aber auf jeden Fall ein Win für Vitriol. Oh! Respekt! Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt, also Hahn war schon dann schon noch einer meiner Favoriten, aber. Ja, Vitriol hatte ich jetzt so gar nicht. Vitriol hatte ich jetzt so gar nicht auf der Rechnung, ehrlich gesagt. Weil ich Vitriol auch aus dem Offi kenne. 2-1 steht da. Für Hahn? Oder für Vitriol? Also, könnt ihr mal gerne mal die Mods hier schreiben, wie es ausgegangen ist, ob es 2-1 ist. Aber mal Respekt, also. Ne? Und ich höre nur Leonie Mäuschen. Ja, meine kleine Schwester. Oh, weia. Ah, es gibt Essen bei uns, ja. Es gibt Essen bei euch, ja, toll. Ja, kennst das ja mit dem Mittagessen. Wie lange haben wir noch? Ich guck mal. Hahn hat 2-1 gewonnen. Hahn hat 2-1 gewonnen, aber Respekt für Vitriol, ja. Dass er da nochmal was rausgeholt hat. Also, hätte ich nicht gedacht, also... Gut, bei uns ist das nächste Match also es ist 16:55 das. Oh. Das Kuhaku-Match ist jetzt bei, müssen wir kurz mal gucken, bei Kuhaku Christ. Ist die Frage, ob der sich nochmal gemeldet hat. Hast du gehört? Ja, ich hab gehört, aber. Ist gut, Leonie, ich hab's mitbekommen, Mausi. Komm, wir gehen runter. Ich komm jetzt, ja? Nein. Gleich. Ich komm jetzt gleich, ja. Ich guck mal eben, ob Christ online ist. Ist sogar online. Okay. Ich guck mal Aura Bescheid. Ja, meinst du, Aura kann das irgendwie, weiß ich nicht, übernehmen oder so? Ja, ist ja auch sein Match. Ist sein eigenes Match. Kuhaku gegen Christ. Ach so, das ist sein Match. Okay. Ja. Quarko vs. Christ. Damit er da Bescheid weiß, weil bei uns wird jetzt nämlich kommen. Genau das kommt jetzt bei uns. Ich muss selbst immer wieder nachschauen. Kyuiko gegen Senichoki. Kyuiko. Ach Gott, Leute. Sucht doch mal einfachere Namen. Ja. Kyuiko ist online. Okay. Und Senichoki sollte auch online sein. Ist dann beide online. Okay. Wenn du magst, kann man es 17:20 ist das Match.
Also wann ist das? 16:55 ist das Match angesetzt. Okay. Und dann ist Hoffen wir gegen Namira. Kann mir vorstellen, dass alle Personen relativ schnell da sind. Vielleicht kann man für dich eine Pause reinhauen. Das wäre mega gut. Mal. Ich whisper mal Kiwi Quill ein. Ach Gott, das sind so Namen, ne? Ganz ehrlich. Kyoko versus Tsuki. Ah, die beiden, okay. So. Super, dann machen wir es nämlich so. PD ist Keks. Itsuki, PB Keks. Gut, perfekt. Dann läuft das nämlich. Mhm. Wenn die halt eben, also das Match ist eh jetzt gleich in 5 Minuten und dass wir da ein bisschen was aufholen, damit der Liebestray nicht ganz am Verhungern ist und die Leonie nicht enttäuscht ist, wenn das Tray nicht auftaucht. Wenn Mizuki denn kommt. Ja. Hallo. Ups. Ja, wenn ich, Kyuriko Mizuki Keks schreibe, ist auch irgendwas falsch. Gut. Aber gut, dann ist das nächste Match. Also da bin ich auch gespannt drauf. Mhm. BH gegen Asura. Ich mach mal eben die Türe zu. Geht klar. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Ist ja keine wirkliche Verspätung. Nö, nö. Nee, ist keine Verspätung. Wir rufen die Leute nur dazu. Und Hope Me ist prinzipiell jemand, Hope Me ist auf jeden Fall on. Und mal gucken, ob Namira Flora online ist. Namira ist bestimmt online, die ist immer online. Nope. Was? Ah. Nein, wäre nicht online aktuell. Aber gut, gucken wir mal, was wir rausholen können. Ja, die beiden sollen einfach schnell kämpfen, das klappt schon irgendwie. Ja, ja. Die beiden hauen sich einfach gut auf den Gockel und dann... Kann der Stray auch mal futtern gehen? Das ist nämlich ein gutes Feuer. Ja, hau raus hier. Los, los. Hör auf zu brennen. Mach weiter da. Klappt schon alles. Weiter, 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 ja. Weiter. Noch einmal. Noch einmal. Okay. So. Dann hau mich mal, du kleiner Freund. Also, schnuckelig hier. Du bist für die Asuba. Fusius. So. Komm. Gut. Dude. Tu's ja. Und mit VC gefällt's dir besser, oder? Können, ne? Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Kyuiko gegen Mizuki. Okay, das ist schon bei Mizuki, ey, ne? Hm? Ich bin gespannt, wer hier den ersten Catch macht. Also wenn Kyuiko oder wie die heißt, den ersten Catch macht, wird das ganz schön böse für Mizuki werden. Bei wegen Asura? Ja. Aber es ist andersrum. Und Mizuki schlägt zu. Ja. Und das nicht gerade. Da ist sanft. Auch der Stummpassiv. Der Debuff, wunderbar. Und um es gerade zu erwähnen, S plus gegen S plus plus. Mhm. Ja. Aber jetzt tut's weh. Mizuki und keine MP, hier, der gar Debuff keine. Stand da mal 4. Okay. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber da stand der Debuff mal 4. Ich bin mal gespannt. Das tat natürlich jetzt weh. Kyukyo konnte die Combo aber nicht halten. Ja, und jetzt. Und jetzt die einzelnen Kyukyo X-Hits. Hat aber auch viel MP jetzt. Ne? Ich sehe aber auch keinen Sprung X bei seitens Kyukyo. Ich meine, das mit dem Einzel X ist ja schön und gut, aber kein Sprung X. Na, es hält an. Also Mizuki kommt nicht zum Tropfen. Mizuki hat keine MP, nix. Ja, das sieht mir nach einer Endless aus. Aber mit den einzelnen X-Hits? Oh, jetzt. Na, aber vermutlich, da kommt. Weißt du, was das Schlaue ist, vielleicht dabei, was wir da gedacht haben? Diese
X-Star, die sind langsamer als das. Ja, ja, klar. Und dann kommen weniger Burn und dann kommen die MP-Train-Skills schneller rausgehauen. Ja, logisch, das meine ich ja, das ist ja das Schlaue bei Azura. Aber das ohne Sprung X? Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, warum fällt die nicht um? Krasse Sache, echt krass, also schlau gemacht. Also ja. Das erscheint mir heftig. Weil das war fast eine Combo gerade. Und Mizuki denkt sich auch, oh mein Gott. Ja? Ja, natürlich. Und das war's. Das ist schon das 1-0. Das ging fix. Na, ja, fix würde ich nicht sagen, aber schon heavy. Also man darf die Antennen von Kyoko nicht catchen lassen. Ja. Ansonsten ist aus. Ich guck mal gerade. Mizuki trägt aber auch keine MP-Kette, muss man sagen. Ja gut, das macht natürlich dann auch nochmal was. Das macht einiges aus. Ne? Also das ist das wirklich, ich glaube, das wird Mizuki hier echt zum Verhängnis. Hätte sie eine MP-Kette, wird das ganz anders aussehen. Abwarten. Der Mana-Drain ist halt immer noch tierisch hart, ne? Also das ist schon... Es ist halt, deswegen braucht man halt die Mana-Kette. Dann komm mal her, Schnuggelchen. Lass uns mal ein bisschen tanzen. Hier für dich. Daunus schrieb mich gerade im Whispern, wie ist es wieder ein Turnier? Ja, wie ist es wieder ein Turnier? Leute, wie kann man das Turnier verpassen? So. Ja. Auch gut. Ja. Aber merkt ihr, dass du auch noch nicht ganz fit bist heute? Ich ne. Leider nicht. So. Du darfst. Da kommt der KD. So, Achtung. Sollte reichen. Ja, hundertprozentig. So. Ja, kann losgehen. Rini wundert immer noch, dass Alice nicht umgefallen ist, nach dem 20. Mal. Ja, das war auch krass. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwie was mit dem Timing zusammenhängt oder so. Dass der KD. Weil der KD geht ja. Auch jetzt gerade, also Kyoko hat ordentlich was reinbekommen. Kyoko bekommt doch ordentlich was rein. Das ist definitiv. sag ich auch nichts, aber ich fand's halt gerade schon echt hart, wie. Ja. Sehen wir hier vielleicht eine neue Ära der Azuras? Die langsamen X-Schläge. Ja, jetzt hat Mizuki das rote WOTS noch gehabt. Dadurch kam er nochmal da. Aber trotzdem, das ist ganz gut so, dass sie da nicht zu viel wasten muss und da rauskommt. Aber jetzt, das tut wieder weh. Ja, das war aber auch zu offensiv. Keine MP. Ausweichen. Guck dir das an. Aber da muss doch ein KD kommen, das ist... Ich verstehe es nicht. Hat Azura irgendeinen Passiv, der den KD nochmal verringert? Ich meine, ich weiß, sie hat einen KD lower, so wie Raven, aber... Es ist... Guck dir das an, guck, es ist einfach nur faszinierend. Da kommt doch keiner raus! Es ist echt ein Bild für die Götter. Ah! Okay, Energiesammler macht einen Doppelhit. Das wusste ich gar nicht. Und dadurch kommt der KD-Reset. Weil Doppelhits sind ja wieder KD-Resets. Das heißt, Energiesammler resettet den kompletten KD. Alter, ist das heavy. Gut zu wissen. Ja, das war das 2-0. 9x X plus Energiesammler gleich KD-Reset. Komplett. Ja. Das bin ich echt heavy. Das ist ja mal mega krass, dass das so einfach funktioniert. Da muss man sich ja...
gar nicht anstrengen. Nur mitzählen. Sie wollen noch einen dritten Fall, das kann man gerne machen. Ja, klar. Aber ich bin echt gerade geschockt. Es ist echt fast sprachlos. Also ich habe ja mit vielen gerechnet. Ich weiß ja, wie mies das sein kann mit den Xen. Ups, was machst du? Ja, aber das ist mir echt neu, also. Das habe ich so auch noch nirgends erlebt. Vielleicht, aber die Frage ist, wie ist das bei Leuten, die keine Mana-Kette haben? Ne? Ja, du würdest ja aber, glaube ich, auch nicht auf die Mana kommen zum Breaken. Die muss da ein gutes Mana-Management haben. Aber da, also ich sehe vom Können her Mitsuki echt vorne irgendwie. Ja, ich meine, Kyuki muss halt nicht viel tun, das ist schon echt böse, finde ich. Also da ist echt ein Catch und es ist vorbei, ne? Also fast ein Catch und es ist vorbei, ja. Und wenn es ein KD ist, wenn es ein Endless-Kombo ist, ne? Und wirklich, da müssen wir unsere Augen drauf haben. Aber es wurde auch nichts gesagt, also es wurde sich nirgends irgendwie. Also ich bin Vote for Energiesammler OP, ne? Stopp. Jo. Gut, kann man? Jo, kann losgehen. Oh, go. Das Essen riecht so gut. Du glaubst, ich würde auch am liebsten essen, aber wir haben hier zu streamen. Oh, oh. Ah, jetzt bin ich aber mal gespannt, weil sie mit Y ankam. Ah, okay. Setz den macht's jetzt mit Sprung X. Oh, und der Fail. Oh, kam sie raus. Ja. Ja, das ist halt... Kyoko, aber mit viel MP jetzt. Die immer schrieb, wenn Kyoko das Turnier gewinnt, dann quitt ich, ja. Das ist schon echt... Er hat gewartet, weil durchs Warten senkt sich der KD auch wieder. Ja, ja. Haben wir da etwa jemanden, der das, wirklich... Wie ist das bitte schon bei Gegnern im Offi-PvP? Da ist das genauso. Es ist ja wirklich so, es ist echt krass. Und Kyoko macht das aber diesmal ein bisschen anders. Ja, aber jetzt wieder dasselbe. Ja, aber die Y-Catches am Anfang sind halt da und deswegen kann er das nicht so perfekt anwenden. Aber fast 300 MP, also mehr als genug zum Droppen jedes Mal. Das ist schon arg heftig, also. Deswegen will er auch wahrscheinlich die Skill-Catches haben, einfach damit er das mit dem KD danach so berechnen kann. Ja, ja, klar. Ja, das ist böse. Das ist mehr als böse. Also und er braucht nicht mal dieses Sprung X loopen, weißt du? Das ist einfach nur noch X. X. Aber es ist natürlich das erste Mal, dass ich das so erlebe. Also bisher kamen wir immer mit Sprung X an. Also krank. Das ist echt krass. Ich persönlich wusste das jetzt nicht, dass das so funktioniert mit Energiesammler. Dass der einen Doppelhit erzeugt. Und das ging recht zügig. Harte Sache. Nee, Betten geht dieses Mal nicht, aber ihr habt immer mal wie eine Umfrage, die Mods machen für euch, die dann eröffnet werden. So, wie schaut's aus? Was waren die nächsten beiden? Hofmi und? Namira Flora. Namira Flora. Ich guck mal, ob Namira online ist. Schreibst du Hofmi an? Echt nicht? Hofmi ist online, ja, aber Namira ist nicht an, deswegen. Ja, und für wie viel Uhr ist das Match angesetzt? Das Match ist angesetzt für... schauen wir mal. 17.20 Uhr, also in 18 Minuten. Das schaffe ich. Das schaffst du mit Essen? Ja, das schaffe ich. In Ordnung. Dann warten wir es bis dahin ab. Du hast ja... Warte, dann gebe ich dir schnell das eine Bild. Ja, das ist echt im Bild. Ich mute uns dann schon mal, ja? Geht klar. Leute, ich weiß, es sind heute viele Werbungen, viele Unterbrechungen dabei. Aber wir werden auch mal viel... Funfights machen und Co. Ne? Auf jeden Fall. Also bleibt dran, bei Aura Kochi läuft es weiter aktuell. Yep. Viel Spaß und viel Vergnügen. Bis gleich. Bis gleich.